regieren uns diese Leute. Habeck, Baerbock. Ich habe die Liste nicht persönlich, aber sie sind unfähig. Der eine hasst Deutschland und die andere ist an Unbildung nicht zu übertreffen. Und dann kann man so weitergehen. Da haben wir noch den Häuptling, den Darsteller da, der, wie heißt der Scholz nochmal hier, Scholz, der immer alles vergisst. Liebe Berliner, wir weinen nicht abends ins Kissen. Wir besprechen diese Angelegenheiten auch nicht am Biertisch. Wir fahren in die Öffentlichkeit und sprechen es laut aus. Es ist nicht unser Absicht, jemanden zu beleidigen. Ich will die Frau Baerbock nicht beleidigen, weil sie die Winkelmaß nicht kennt. Das ist ihr Problem, wenn sie nicht weit von 360 Grad sind und das nicht von 180 Grad unterscheiden kann. Aber diese Äußerungen da mit den Kobolden und den Kobalt, das zeigen dafür, dass sie keine Bildung haben. Und als Außenministerin der Bundesrepublik Deutschland, unserer Bundesrepublik Deutschland, uns weltweit blamiert, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und das ganze Kabinett Scholz ist nicht besser. Und dann rappeln sie das mal runter hier nach Berlin. Ist doch auch nicht besser. Die Leute haben in ihrer Verzweiflung, weil sie nicht, als die Wahl wiederholt wurde, haben die Berliner in ihrer Verzweiflung über dieses grüne Gehabe der Grünen, des grünen Senats, des rot-rot-grünen Senats, haben sich in ihrer Verzweiflung die CDU gewählt und dann haben sie gekriegt. Ich nehme die Arme kalt, danke. Das ist grün, das geht ja genauso weiter. Ob der Bürgermeister ja scheißt oder ob der Wegner heißt, wo ist denn da der Unterschied? Gibt's da nicht. Wir fordern freie Wahlen. Freie Wahlen. Ohne Beeinflussung durch die Presse. Die Leute, die Bürger, der Wähler, da muss man erstmal abklingen und zur Beruhigung, erstmal eine Weile sich beruhigen. Frei von diesen Fake News und diesem ganzen Gedöns von Klima und die Welt geht unter und all diesen Unfug. Das ist doch alles Unfug. Und wer setzt diesen Unfug in die Welt? Das sind diese überstaatlichen, diese Nichtregierungsorganisationen. Das sind die Kräfte, von denen der, wie heißt denn der da, der Wendehofer hier, der Drehhofer, der Seehofer sagte, diejenigen, die gewählt sind, haben nichts zu sagen, aber die, die nicht gewählt sind, haben zu bestimmen. Und von diesen Leuten wollen wir uns frei machen und die kommen größtenteils aus Übersee. Und sie werden beschützt durch, letztendlich durch die US-Armee. Die Bundesrepublik Deutschland ist nach wie vor besetztes Land. Durch die Alliierten besetzt, nein, nicht alle Alliierten. Die Sowjets, die Russen sind abgezogen, 1994. Aber die anderen sind alle noch hier. Und wir wollen Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung. Und haben wir die Selbstbestimmung, dann werden wir auch einen Bundestag wählen und dann werden wir mit der Bundestag auch eine Regierung aufstellen und mit der Regierung, der souveränen deutschen Regierung, werden wir alle Probleme in diesem Land über kurz oder lang, nach ewiger kurz, lösen. Das kann nicht wahr sein hier, dass die Grenzen seit 2015 hier sperrangelweit offen stehen. Jeder Mann aus der ganzen großen, weiten Welt kriegt hier eine Wohnung. Ja. Und es wird gebaut, wie verrückt, und wird hier reichen. Gut, ich will nicht weit ausholen. Unsere Forderung, die Hauptforderung ist, Ami hoch. Der Ami kann da seine Uniform drüben ausziehen und dann setzt er sich ins Flugzeug, kommt hier im leichten Biertränkeanzug wieder her und dann setzen wir uns da hin und trinken in aller Freundschaft Bier. Aber die US-Armee hat hier nichts zu suchen.